Hier kann eigentlich nichts schief gehen. Bendy, Bendy! Ja, Dominik und ich haben vor 3-4 Monaten eine Wette abgeschlossen, wo Dominik mäßig gesagt hat: Hey, ich wette, du schaffst es nicht, zweimal die Woche zum Sport zu gehen. Also haben wir, wie wahre Gentlemen es machen würden, eine Wette abgeschlossen um 1000 Euro. Der als erster aufgibt. Ja. Und seitdem mache ich fast jede Woche zwei shitty-ass Workouts von YouTube. Das ist das Dümmste, was ich je gemacht habe. Und ich sag mal, die Form ist aktuell noch nicht so überkrank. Dementsprechend musste ein neuer Plan her. Was geht ab, alles gut? Was ist jetzt ungefähr so dein Ziel? Ich würde ganz gerne so hier in dem Bereich so aufbauen. Vormittag gelernt. Ein bisschen fitter aussehen einfach und mich auch fitter fühlen vom Kopf. Also, bevor du loslegen, ich immer einmal bis jetzt? Sehr gut. Danke. Wäre auch peinlich, wenn ich schon bei der Aufwärmung geschaut hätte. Jetzt, ich zeig dir, was ich gelernt habe aus dem Pamela-Reifen-Workouts. Okay. Gerader Rücken. Yes. Und dann so diesen hier. Kniebeuge abgehakt. Absetzen. Schulterblätter wieder schön fixieren. Und wir einmal Liegestütze abchecken, wie das bei dir aussieht. Sieht grauenhaft aus mit den Liegestützen. Die letzte Runde. Boah, die letzten zwei haben mein Leben gefickt, Alter. Wie lange ist jetzt ungefähr mit dem Sport? Ich hab vor so 5-6 Jahren habe ich aufgehört mit professionellem Tanzen. Irgendein kleiner unangenehmer Ausschnitt. Wir sind durch? Wir sind durch, ja. Oh, sehr geil. Bis nächste Woche, Mann. Bis nächste Woche. Mach's gut. Er meinte so: Jo, wir machen heute ein spannendes, halt erstmal so Probetraining. Er zerfickt mich jetzt schon komplett. Ihr werdet diesen Vlog nochmal gucken in 4 Monaten und für fucking ripped sein. Wir sind auf dem Weg nach Bietigheim, um wen zu treffen, Dominik? Rin! Ich habe vor ultra langer Zeit mit Rin so ein bisschen auf Insta geschrieben, einen gemeinsamen Homie von uns, Wessel. Big Shoutout. Jetzt ein Jahr später ist es soweit. Wir fahren gerade nach Baden-Württemberg, um mit dem Mann einen Podcast aufzunehmen. Ich bin geisteskrank. Also hier steht ein dicker Porsche Taycan. Ich glaube, wir sind da, Jungs. Boah, ich bin lowkey ein bisschen aufgeregt. Warum denn? Bro, ja, man hört schon Mucke. Lässige Platten auf jeden Fall. Ja, ein, zwei Sachen haben wir schon gemacht. Was passiert eigentlich? Was ist das für ein Teil da? Die Kerze? Ja. Ja, so ein Guilty Pleasure von mir. Das ist mein Lieblingslichtdesigner. Oh, shit. Und ich liebe die einfach, weil die wirklich wie eine Kerze ist. Guck. Tim Gabel hat mir die direkt gekauft. Tim, also. Ja. Der Fuchs, Alter. Freunde, und damit herzlich willkommen zum Podcast zusammen mit Dominik und Kevin. Wir haben Rin dabei, wir unterstützen heute kleine Rapper. Hey, ich würde mich freuen, wenn ihr gleich auf den Link unten geht. Das ist meine erste Single. Der Podcast war richtig schlecht. Ich zeig den Jungs mal hier, wie man hier richtiges Kleinstadtleben macht. Yes, geil, ne? Sir. Du musst leider mit dem Fiat fahren. Tschüss, Michael. Oh, so geil, diese Digga, Alter. Würdest du sagen, wir fahren gerade 50 in der Orts, oder? Ich kenn ja die Blitzer hier. Alles ist noch mehr Liga, der Martin hat das Oh, perfektes Wetter heute einfach. Bruder, hier ist oft so. Nein, wir haben ja wirklich die meisten Sonnenstunden. Guck mal, schau dir das an. Ehrlich. Mein Gott. Das ist so ein bisschen hier, kann das sein? Natürlich. Ich lebe einfach Urlaub. Gehst du hier mal einkaufen beim Kittel Modehaus, oder? Da kaufe ich eigentlich for real die ganze Zeit meine Klamotten. Gut. Hella, hella. Guck mal, er wirklich wie Präsident, er läuft durch. Wir leben das Leben gerade. Mich mega gefreut. Sag mal auch nächstes Mal vielleicht arbeits-unrelated Bescheid. Bringe ich euch in die Weinberge. Das war ein geiler Tag, oder Ritzmann? Wer war das die ganze Zeit? Freunde, wir sind gerade in Stuttgart, in Stuggi, wie man hier auch sagt. Und wir gehen jetzt was essen mit unseren Besties. Und die Energy ist fucking high. High. Nein, nein, wir sind nicht high, die Energy ist high. Freunde, wir sind für real nicht high, aber wir gehen jetzt trotzdem leckere Burritos essen. Wir gehen fetten Joint essen. Oh, nö, Digga. Perfekt. Tag ruiniert. Oh, Sascha sieht legit aus, als wäre er so 1,20 groß da hinten, Digga. Apropos 1,20 Meter, Freunde, wir gehen jetzt in eine Trampolinhalle, die Spendi uns organisiert hat. Juhu, danke Spendi. Oha, Bro, wir können das Ding selber steuern. Freunde, herzlich willkommen zu den ultimativen Circle Jump Weltmeisterschaften zusammen mit Spendi. Was geht? Und es geht um 10 Subgifts. Sascha! Oh, ich filme mich heute nur. Und ich, woo! An der Maschine, Dominik Reekman! Hey, what's up, man? Yo, sexy ladies want war with us, and all the car with us, them not war with us. Willst du dich ein bisschen schneller machen? Sexy ladies want war with us, and all the car with us, them not war with us. Nein, nein, nein! You know the club that won't play with us. Spendi, du hast verkackt. Zum Glück ging's uns gar nichts. Yo, guys, this is too perfect, and this is the triple front flip. Boah! Digga, fuck, ich hab deine Eier im Gesicht, Mann. Tu nicht so, als würdest du nicht drauf stehen, Bro. Ich kann eigentlich nichts schief gehen. Bendy, Bendy! Boah!
Wir haben uns jetzt einen guten Zwischenslushy verdient, Freunde. Wir können weiter. Ich sehe uns hier bei so einem kleinen Wettrennen. Mit der Bande, ne? Dagegen springen. Ja. Nicht nur abplatschen. Ich will nur sagen, die Fläche hier hat keine Trampoline, wie. Ist egal? Hat Alter, was zum Fick laberst du gerade? Rechts und mittig. Mittig. Wahrscheinlich halt deine Fresse. 3, 1, go! Ich glaube, ich habe auch direkt Hirnerschüttung bekommen da hinten. Sascha kam auf die spontane Idee, dass er jetzt über die Drohne jumpt. Alter, Sascha, du wirst dir so wehtun, Bruder. 3, 2, 1, let's go! Oh! Jetzt ich! Oh! Alter. Die Drohne ist auf Selbstmord eingestellt. Miguel, du fucking Psychopath, du bist mir entgegengeflogen, Alter. Nein, bin ich nicht, Mann. Wir müssen weniger Sport in den Vlogs machen. Lass einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal. Wir sehen uns beim nächsten Vlog. Oh mein Gott. Yeah, I changed my life. Oh shit.